Hallo und herzlich willkommen bei Planet Zoo. Wir sind im Hauptmenü, denn warum sind wir hier? Es ist ein neues DLC inklusive eines großen Updates draußen und das möchte ich mir gerne heute zusammen mit euch anschauen. Und ich würde sagen, ich erzähle jetzt noch nicht so viel. Es ist das Afrika-Paket. Ich würde sagen, wir starten einfach mal an 19. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Ich würde sagen, dass das Afrika-Biom ist. Nehmen wir auch einen afrikanischen Zoo, was? Den nennen wir dann aber um in Afrika. So, wir haben ja eh einen Sandbox-Zoo. Wir erstellen mal einen Zoo. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, denn es sind ein paar, wie ich finde, sehr coole Tiere drin. Oh, das war laut. Neue Sandbox. Weitere Einstellungen wurden dem Einstellungsmenü hinzugefügt, damit du dein Spiel noch weiter anpassen kannst. Genau, das ist eine Sache vom 1.6 Update, dass es neue Einstellungen für den Sandbox-Modus gibt. Huch. Drehen uns mal um. Moment. Katze, beweg deinen flauschigen Popo an die Seite. Dankeschön. Und ich glaube, kann das sein, dass der Eingang hier anders aussieht? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so ein Afrika-Ding ist oder ein generelles Ding. Sieht eigentlich ganz cool aus. So, ich würde mal sagen, ich pausiere mal kurz. Ah ja, hier ist P. Ich habe in letzter Zeit sehr oft die Spiele gewechselt, privat. Deswegen ist es ein bisschen, ja, durcheinander. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Ich meine, es gibt neue Wege. Oh ja, und tatsächlich sogar drei Stück. Der Wasserweg, der ist noch vom Aquatic-DLC. Und es gibt jetzt neue Dekorfliesen. Die finde ich eigentlich ganz schick. Dann einen einfarbigen Fliesenweg. Und einen Dekorziegelweg. Ich glaube aber, ich möchte. Hier ist das aus dem Australien-DLC. Der Erdweg. Aber ich finde, der passt hier trotzdem ganz gut hin. Ich würde sagen, ich schlängel uns hier einfach mal so ein bisschen durch mit einem breiten Weg. So. So. Dann kann man hier ein bisschen was machen. Dann baue ich uns hier hinten mal unter Einrichtungen, Mitarbeitereinrichtungen. Ich bin ein bisschen aufgeregt und verhaspel mich wahrscheinlich deswegen noch mehr als sonst. Ich wollte aber kein aus dem Handelszentrum. Ich wollte mal gucken, ob es denn ein afrikanisches. Das ist australisch, aquatisch. Das ist Standardafrika. Hier, nordafrikanisch. Ich finde, das sind also auch mit den neuen Bauelementen. Ah, mit Y dreht man nochmal. Ich bin ein bisschen aus der Steuerung raus. Wir brauchen eine Tierpflegerhütte. Da würde ich auch sagen, wir holen uns, wenn es gibt, direkt eine große. Das gibt es. Und ich muss sagen, ich finde, die sehen tatsächlich ganz schick aus. So. Und natürlich einen Mitarbeiterraum. Okay, ja, sehr palastähnlich, sag ich mal. Ich nehme da jetzt mal den kleinen, der ist ja trotzdem schon relativ groß. So. Und den verbinden wir natürlich auch. Neue Mitarbeiterwege gibt es nicht, schade. Hätte ich eigentlich ganz angenehm gefunden. So. Das wollte ich eigentlich nicht. So. So. Haben wir jedenfalls noch ein bisschen dekorieren. Und damit können wir dann in den Tierhandel und uns die neuen Tiere anschauen. Und wir können hier auch direkt eine Sache vom Update sehen. Denn vorher musste man ja hier sich immer
durchscrollen und dann das Richtige zu finden. Jetzt können wir einfach hier oben zum Beispiel nach einer Spezies suchen. Zum Beispiel da. Westlicher Flachlandgroller klicke ich an und kriege alle angezeigt. Aber natürlich wollen wir uns den nicht als erstes anschauen. Ich glaube, wir schauen uns zuerst dieses Tierchen an. Es gibt nämlich jetzt Erdmännchen, was ich persönlich sehr cool finde. Und sie sollen auch, es ist relativ offensichtlich, dass diese jetzt somit die kleinste Tierart darstellt, die es bis jetzt im Planet Zoo gibt. Und ich finde das ganz interessant, denn wer vielleicht etwas aktiver bei Planet Zoo ist, auch privat, weiß, dass die Modding-Community jetzt sehr stark auf dem Vormarsch ist, war, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Und da es wirklich schon ein paar super coole Tiere gab. Ich glaube, Erdmännchen waren noch nicht dabei, aber zum Beispiel der afrikanische Pinguin, den es jetzt offiziell gibt, den gab es auch als Mod. Der sah auch wirklich schon sehr gut aus. Ja, und da bin ich jetzt halt sehr gespannt drauf. Dadurch, wenn es jetzt schon so kleine, ich sag mal, Models gibt, was dann noch kommen wird. Es gibt jetzt, zuletzt gab es sogar auch schon ein paar Fische. Ja. Aber vielleicht mache ich dazu mal ein separates Video zum Modding. Also, ich nicht als, wie mache ich eine Mod, sondern als Vorstellung. Ja, die Erdmännchen kommen natürlich auch in unterschiedlichen Farben. Also wir haben hier ein blassbraunes Fell mit schwarzen Rückenstreifen. Das nehmen wir doch mal direkt. Blassbraun, schwarzen Rücken, blassbraun. Die haben natürlich jetzt alle ein blassbraunes Fell mit schwarzen Rückenstreifen. Wir nehmen einfach mal dieses hier. Und dann gehen wir einmal in den Zoopedia-Eintrag. Da sieht man das auch nochmal. Sie kommen aus Afrika, Nordafrika. Sie brauchen auch, das sind immer die minimalen Gehegevoraussetzungen, 180 Quadratmeter, was jetzt nicht sehr viel ist. Sie sind von den Temperaturanforderungen sehr genügsam und auch die Zaunhöhe ist nicht sehr hoch. Ich wollte nämlich gucken, Sozialverhalten, das finde ich persönlich immer relativ interessant, denn wir brauchen mindestens zwei Tiere. Interessant, dass die Weibchen da anscheinend etwas aggressiver sind anderen Tieren gegenüber, im Gegensatz zu den Männchen. Und was ich hier, Alpha-Tier ist weiblich. Alles klar. Und was ich auch gut finde, dass Gäste das Gehege betreten können. Wobei ich jetzt hier erstmal jetzt kein betretbares Gehege machen möchte. Da hat man es gerade gesehen. Hier, es gibt rotbraunes Fell mit schwarzen Rückenstreifen. Dann nehmen wir noch ein Männchen auf. Aktualisieren wir die Liste. Rotbraunes Fell. Blassbraunes. Okay. Und dann würde ich sagen, erstelle ich ab hier kurz das Gehege. Das seht ihr dann jetzt im Schnelldurchlauf. Ich schaue mal, ob ich dann auch schon ein paar neue Bauteile verwende vom Afrika-DLC. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. We'll be right back.
So, und damit herzlich willkommen im Live-Part bei den Erdmännchen. Ja, wie ihr gesehen habt, reicht also diese, ich habe gedacht, naja, die sind ja nicht so groß, reicht die eine Höhle dort für alle aus, aber dem ist nicht so. Bin jetzt mal gespannt. Oh, schaut mal, es stellt sich sogar extra für uns auf seine Hinterbeine. Wie cool ist das denn bitte? Wir sind auf jeden Fall super niedlich, das kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Du chillst gerade, ne? Gehen wir mal raus, gucken wir mal, wo die anderen sind. Und wie ihr seht, sie sind wirklich, wirklich klein. Ich dachte schon. Da ist immer noch das eine. Wo sind... Da ist noch eins. Sehr schwer zu entdecken. Hier, das hat auch, glaube ich, die Rückenmusterung ist ein bisschen dunkler, oder? Hier ist noch eins. Und da ist eins. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir vielleicht auch mal sehen, wie die Erdmännchen sich einbuddeln. Denn sie haben eben auch eine Buddelmechanik bekommen, eine eigene. Ich habe auch schon gelesen, wie die funktioniert. Ich würde euch das natürlich auch gerne zeigen wollen. Ich meine, ist zwar schön und sehr niedlich, dass sie sich jetzt hier so aufstellen. Wir können ja mal noch so ein bisschen näher dran. Aber ich hätte gern, dass wir auch mal sehen, wie sich jetzt eben ein solches Erdmännchen hier eingräbt. Ich mache mal kurz ein bisschen auf schneller. Behalte die dreimal im Blick. Ist ja gerade relativ einfach, den Blick zu halten. Da kommt der Staubsauger. Wäre natürlich cool, wenn du auch das Essen auffüllen würdest. Da macht wieder ein Häufchen. Standen sie zusammen. Füllst du das Ding nochmal auf? Da. Da, da, da. Also können Sie sehen, hier hat sich jetzt eins eingegraben. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wo es wieder rauskommt. Meistens ist es in der Nähe. Okay, das ist dann natürlich jetzt ein bisschen verbuggt, sage ich mal, dass er dann hier aus solchen Felsen rauskommt. Und es ist dann wohl auch so, also man könnte jetzt nicht aller Ameisenfarm einen Querschnitt machen, so funktioniert es nicht. Das wäre auch, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Ich gehe mal ein bisschen weg hier von den Leuten. Sondern es entstehen eben diese Löcher. Immer eins rein, eins raus. Und mit der Zeit werden es mehr Löcher. Und dann ist es so, dass die praktisch miteinander verbunden sind. Also ich sag mal, hier könnte ein Erdmännchen jetzt reinkrabbeln. Und da sehen wir. Und hier könnte es irgendwo rauskommen. Also wir können ja jetzt mal gucken. Nein, ich wollte nicht die Aloha anklicken. Danke. So. Wir sehen, es buddelt sich ein. Dann verschwindet es. Für einen Moment. Und ein Stückchen weiter hat es sich jetzt hier eben herausgegraben. Und so könnte es jetzt sein, dass das nächste Erdmännchen sich eben hier eingräbt und dafür aber da rauskommt. Ja, und so geht es dann immer so weiter, sozusagen.
Ich würde euch jetzt natürlich auch gerne noch die Erdmännchen Babys zeigen. Die würde ich ja selber gerne sehen. Aber man sieht halt schon wirklich, wie klein diese Tierchen sind. Ach guck mal, wir kriegen jetzt sogar hier noch eine Gratis-Vorstellung von diesem Item. Das scheint mir auch neu zu sein. Das ist ein Tunnel. Wird es hier gerade dunkel. Das ändern wir gerade mal. Zack. Ja, wow, was ich alles kann. Ja, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob wir denn auch noch ein paar Babys sehen bekommen. Ich würde sagen, ich spule mal kurz vor. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So. Da sind wir schon wieder zurück. Hat jetzt auch gar nicht so lange gedauert. Hier haben wir gerade schon die Meldung, wird bald Nachwuchs haben. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen schon mal auf die Kamera. Gehen aus dem Pausemodus heraus. Und dann warten wir jetzt einfach mal. Mit den Leuten im Hintergrund. Ich muss sagen, ich finde die Geräusche, die sie bekommen haben, auch tatsächlich ganz gut. Also ich finde auch die Bewegungen sehr gut, sie sind sehr flüssig. Da finde ich, haben sie schon sehr gute Arbeit geleistet, was das Design angeht. Bin ich ja jetzt mal gespannt, wie klein dann die Babys sind, wenn die halt schon so mini-mini sind. Ich habe jetzt auch leider noch kein Erdmännchen an dem Termitenhügel gesehen. Da fände ich es irgendwie cool, wenn die Erdmännchen da so reinkrabbeln würden. Oh, kein Baby. Huch! Was ist das denn passiert? Hä? Okay. Dann, okay. Sie sehen auf jeden Fall sehr niedlich aus. Erinnern mich ein bisschen an Waschbären. Ich glaube auch tatsächlich, dass sich das Model der Erdmännchen von der Größe und von der Bewegung her auch gut für eben bei den Modellen als Waschbärmodell eignen würde. Jetzt bin ich mal gespannt, was dieses kleine Trio hier macht. Okay. Ah, die gehen alle zur Mama. Machen die jetzt nach? Aber es ist schon sehr süß, muss man sagen. Und sie sind auch wirklich noch eine ganze Ecke kleiner, wenn man das hier sich so mal anschaut. So. Hier. Sieht ein bisschen aus, als ob du schielen würdest. Aber es gehen alle wieder. Das ist natürlich jetzt ein wunderschönes Bild, dieses die Erdmännchen-Mama mit ihrem Scheißhaufen und den Babys im Hintergrund. Stellt sich die Frage, ob die dann immer irgendwie so ein bisschen in der Nähe sind. Und dann laufen sie. Okay. Schauen wir mal. Guck mal. So geil. Mit Keule. Schleife. Oh ja. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne mal... Und auch nur zweimal benutzt die letzten zwei Monate. So, ich habe jetzt mal hier einen Tierpfleger gerufen zum dringenden Saubermachen. Und ja, wir schauen einfach sonst gegebenenfalls beim nächsten Mal nochmal hier rein. Mein Gott, die Besucher sind echt laut, ne? Saug bitte nicht das Erdmännchen da ein mit deinem Staubsauger. Ich glaube, das geht sehr schnell. So, ich mache hier mal noch gutes Futter. Und ja, mit diesen Erdmännchen, mit unserer kleinen Erdmännchenfamilie hier, würde ich mich, glaube ich, dann für
fürs Erste verabschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Planet Zoo in der Vorstellung des Afrika-Packs wieder. Ich weiß noch nicht, welches Tier wir uns dann anschauen. Ich schaue einfach mal. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.